jetzt, aber komm, du musst mal arbeiten. Ja. Tu mal was für dein Geld. Wir sind auf der Spielmesse 2011 am Stand von drei Zimmern. Neben mir steht Sebastian Witzmann, ein wichtiger Mann, der uns jetzt was zu Traveller erzählen wird. Hallo. Hi. Eine Freude, wie jedes Jahr, dich wiederzusehen. Also, Traveller, wir haben dieses Jahr neu, jetzt greife ich hinter dich. Deine Frau guckt mich zu, ne? Nein. Man hat mir die Bücher weggenommen. Müsstest aufhören. Hast du alle? Ja. Jetzt leg's auch direkt hier und wollte ich dir nicht sagen. So. Okay. Wir sind auf der Spiel 2011 am Stand von 13 Mann. Neben mir steht Sebastian Witzmann, ein sehr wichtiger Mann des Verlages, und der wird uns jetzt was Neues zu Traveller erzählen, nicht wahr? Ja, werde ich sehr gerne, und herzlich willkommen auf unserem Stand und danke, dass du mich wichtig nennst. Jetzt fühle ich mich gut. So, wir haben zu Traveller haben wir zwei Neuheiten zur Spielmesse mit. Wir werden dieses Jahr übrigens noch drei weitere wahrscheinlich rausbringen, aber jetzt erstmal die Sachen, die wir jetzt neu haben und mit haben. Also einmal, ich hoffe, das ist gut einsehbar. Ja, auch der Glanzeffekt. Es ist nämlich die limitierte Edition des Traveller Grundregelwerkes. Limitiert deswegen, weil die Stückzahl streng reglementiert ist. Das heißt, sind sie weg. Ende aus. Wer jetzt sagt, hat das auch einen limitierten Preis? Das ist eine Frage, die ich heute schon mal gehört habe. Kann ich auch direkt sagen, nein. Der Preis ist nach oben offen. Es gibt, man kann Gebote jederzeit einreichen. Nein, Spaß beiseite. Der Preis ist nicht besonders speziell, denn er ist zwar höher als bei deiner normalen Version, aber es ist auch ein anderes Buch. Es ist eben 100 Seiten sind es mehr. Also 100 Seiten mehr haben nun mal ihren Preis. Und wenn man jetzt vergleicht, branchenüblich würde ich sagen, ist sogar ein günstiges Buch. Ja, was ist sonst daran limitiert, außer Preis und Auflage? Es ist vollfarbig, das ganze Produkt. Es hat 100 Seiten mehr, wie ich eben schon sagte, die nicht nur aus Erweiterungen bestehen, sondern vielmehr auch um einen Abgleich über alle Bücher hinweg. Zum Beispiel Ausrüstungskatalog, haben sich meinetwegen Munitionswerte geändert oder sonst was. Es ist alles mit eingepflegt. Wer glaubt, wer müsste unbedingt die limitierte Edition haben, um Genuss der korrigierten Version zu kommen, der irrt. Sobald wir eine zweite Auflage machen von dem normalen Regelheft, ist auch das dann da drin. Also gar keine Frage, das bleibt also nicht einem privilegierten Personenkreis vorbehalten. Was vorbehalten bleibt, ist eben dieses andere Design, andere Layout, einige Zusatzmaterialien und wie gesagt, es ist einfach optisch ein sehr, sehr schön geworden. Ein schönes Beispiel sind immer die Deckpläne, die ich da gerne mit anführe. Also sind einfach anders angeordnet. Sie haben von den Größen sind sie halt komfortabler. Ich kann sie halt direkt nutzen, um damit zu spielen. Etwas, was wir, ein Luxus, den wir natürlich im normalen Grundregelwerk nicht hatten, weil wir ein bisschen auf die Seitenzahl gucken müssten. Da haben wir auch einen ganz anderen Preis. Man kann fast sagen, einen Kampfpreis. Ja, limitierte Edition. Es sind wirklich 304 Seiten, glaube ich, voll mit wirklich Material. Es ist nicht mal eine Werbeseite drin. Die hat nicht mehr reingepasst, tatsächlich. Es sind auch so ja, ganz lustige und vielleicht nostalgische Sachen drin, wie Frachtpapiere. Aber in der Tat, gar nicht mal verkehrt, so eine Vorlage zu haben. Damit haben wir natürlich nicht die Seiten gefüllt, sondern das sind gerade mal zwei Seiten, Schiffszertifikat und Frachtpapiere. Also von daher, es hält sich im Rahmen. Das ist neu. Auch neu ist Aslan, das erste Ellie-Modul, was wir rausbringen. Das ist zum dritten Imperium, dem klassischen Traveller-Hintergrund. Aslan ist die jüngste der außerirdischen Spezies, also man muss natürlich jetzt die Einstellung, außerirdischen, nicht menschlichen Spezies. Die Aslan sind auf, ich glaube, auch über 300 Seiten, werden sie uns näher gebracht. Ah, nee, nicht ganz. 230 Seiten. Mein Gott, wie komme ich auf 300? Na gut, das Buch habe ich auch selbst nicht bearbeitet. Es gibt mich einen großen Vorteil. Ich darf es nämlich loben. Es ist wunderbar gelayoutet. Es ist hervorragend verarbeitet. Wir haben bei Traveller die Druckerei gewechselt. Nicht, dass man vorher darüber hätte viel meckern können, aber der Fachmann sieht manchmal Dinge, wo er sagt, da kann ich noch was verbessern. Stichwort 10% gehen immer. Und unter dem Stichwort, unter diesem Prinzip haben wir es eben auch gemacht, haben uns da groß verbessern können. Ich finde, es ist einfach besser von der ganzen Aufmachung her. Ob das jetzt der Einzelne merkt, weiß ich nicht. Ist jetzt mal eine andere Sache. Was gibt es alles darin? Also alle Raumschiffe von denen, von den Aslan sind beschrieben mit Deckplänen, mit Bildern. Die Grafiken finde ich durchgehend gut. Etwas, wo man am Anfang mal bei Traveller gesagt hat, ja Mensch, die haben so eine durchmischte Qualität. Jetzt würde ich sagen, gleichbleibend hoch. Wunderbar. Es macht sehr, sehr viel Vergnügen, das Buch zu lesen.
Die Aslan sind ja nicht nur das jüngste, sondern auch das expansivste, auch aggressivste Volk. Und sie haben ganz eigene Kultur, nicht nur eine eigene Physiologie, sondern auch ganz eigene Kultur mit dieser Clan-Struktur, Hierarchien und so weiter. Also ich finde es sehr, sehr interessant, nicht nur für Leute, die selber Aslan spielen wollen, sondern die sagen, in meiner Kampagne tauchen auch Aslan auf oder ich würde gerne Konflikte spielen mit den Aslan. Sehr interessant, sehr spannend. Ja, das kann ich jedem gerne ans Herz legen. Wir hatten auf der RPC noch über Operation Fallen Reich gesprochen. Ja. Wann kommt das und ja. Warum ist es jetzt nicht hier? Ja, also es ist jetzt nicht hier, weil, und jetzt ein Gruß an den Übersetzer, der genau weiß, dass er jetzt angesprochen wird, weil wir noch nicht die Karten übersetzt haben, was nicht seine Schuld ist, um das auch direkt zu sagen, sondern unsere Schuld. Wir haben tatsächlich noch nicht alles übersetzt. Regelbücher ja, und Operation Fallen Reich ist jetzt schon eines meiner Lieblingsspiele. Ich kann es so sagen, weil es mit sehr, sehr viel Liebe gemacht ist. Und wir werden es mit genauso viel Liebe auch hier produzieren müssen, damit man das eben über die Kilometer hinweg transportieren kann, diesen Flair, den dieses Spiel erzeugt hat. Und deswegen gut Ding braucht, weil, muss ich dann mal sagen, ist natürlich ein klein bisschen eine Entschuldigung dahinter, eine allgemeingültige Entschuldigung. Aber wenn wir dieses Versäumnis aufgeholt haben, die Karten, es ist ja so ein Brettspiel auch mit dabei, also dieses Karten, die Karten noch übersetzt haben, dann gehen wir in die Produktion und ich hoffe, dass es dann die RPC wird. Ihr habt ja nicht nur neue Spiele, sondern auch in Planung einige Spielerweiterungen, aber nicht im analogen Bereich, sondern im digitalen. Was kannst du denn zu den Apps sagen, die für eure Spiele kommen? Ja, also wer mich kennt, weiß, dass ich in dem Geschäft unterwegs bin, dass ich also auch Applications entwickle. In dem Bereich erstellen wir Applikationen zu unseren Spielen. Das wird natürlich am Anfang jetzt nicht irgendwelche digitalen Spiele sein, sondern geht es vielmehr darum, dass das Spiel, was wir beide als eines der schönsten Spiele überhaupt empfinden, was die Fantasie und die Kreativität anregt, was nur durch die Fantasie die überhaupt nur Grenzen erfahren kann, dass dieses tolle Spiel unterstützt wird, auch in den digitalen Medien, dass man da einfach Karten zur Verfügung hat, dass man reinzoomen kann, dass man unterwegs noch eine Regel nachlesen kann oder sonst irgendetwas. Es geht erstmal um diesen Bereich, weitere können passieren, aber... Guck mal da, dreh mal schnell um, dreh schnell in die Kamera. So. Einfach mal zu sehen. Das siehst du, das, so machen wir es mit Aboré. Es geht an Nicht-Rollenspieler. 90% ist das bestverkaufte Produkt bei uns im Haus. Wir verkaufen es an Nicht-Rollenspieler. Vor allem Jugendliche. Das ist mir eine große Freude. Jedes Mal, wenn ich das sehe. Ja, entschuldige. Und zu Aborea wird es dann auch entsprechende Apps geben, um das weiter auszubauen. Ja, in der Tat. Das ist sogar die erste App, die jetzt rauskommt. Darin wird man dann unter anderem zum Beispiel auch neue Abenteuer finden. Und immer, wenn es neue Abenteuer gibt, wird man die auch da drin in der App haben und so weiter. Und natürlich nicht nur einfach nur als PDF, sondern tatsächlich dann aufbereitet. Das heißt, ich muss auch irgendwo das Digitale da ein bisschen ausnutzen, ausleben können. Ja. Habt ihr nur noch vor, PDFs eure Produkte zu verkaufen? Bin natürlich jetzt, triffst jetzt bei mir genau den richtigen. Ich glaube nicht an dieses PDF-Format. Ich glaube, dass es etwas mehr geben muss. Ich habe ja auch einen Comic-Reader produziert im App-Bereich und auch dort ist es eben nicht einfach ein PDF-Blättern, sondern dass man gelenkt wird mit seinem Blick. Das heißt, der Comic, es gibt ein gesteuertes Lesen. Ich kann andere Panels kann ich aus- und einblenden. Und so wie ich das dort sehe, sehe ich das auch in anderen Bereichen. Es bringt mir nicht, ein Buch nur als PDF zu haben, sondern es müssen Karten, die müssen interaktiv sein. Ich muss, wenn ich zum Beispiel einen Atlas habe, muss ich sagen können, der und der Ort und zeigt mir den und zack, geht die Karte auf, zoomt dahin, zeigt mir den Ausschnitt, lässt mich drucken oder sonst irgendwas. Also ich muss daraus mehr machen können. Gut, dann macht es Sinn. Alles andere lasse ich dann doch lieber im Format Buch. Ist denn sowas in der Art geplant? Ja. Alles klar, da sind wir doch schon mal gespannt. Dann noch viel Erfolg und wir hören jetzt noch eure Kollegen. Ja, das würde mich sehr freuen, denn meine Kollegen sind sehr nett und wenn ich das immer nur alleine mache, dann, du weißt, wie es ist, du musst halt auch dann auch bei denen sagen, dass sie wichtig sind, bitte. Weil das hat mir gut getan, denen wird es auch gut tun. Dir jedenfalls alles Gute und vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne, dann bis gleich. Ja, bis später.